Ja, ein herzliches Willkommen zurück bei It Takes Two. Und wie der Name schon sagt, dafür braucht man zwei. Und wie immer dabei, wie auch schon beim letzten Mal, der Mann, der die Minispiele irgendwie sich immer mit einem, ich will nicht sagen mit einem Cheat unter den Nagel reißt, aber eigentlich doch. Ah, lass mal so im Raum stehen, ich finde das okay so. Ich finde das fair. Als ob ich cheaten würde, du hast ein Minispiel gewonnen, also bitte sei ruhig, ja. Ja, da hast du mich wahrscheinlich gewinnen lassen. Oder dir ist kein Cheat dazu eingefallen. Nein, ich habe gedacht, das funktioniert halt anders als Minispiel, weil dieses Howling Lukas. Ich sollte mal den Ton vom Fernseher abschalten, damit keine Rückkopplung zu hören ist. Ach ja, wir waren im Kaleidoskop stehen geblieben. So sieht mein Kopf auch immer aus. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass mein Kopf auch so aussieht manchmal. Hier ist alles absolut verrückt. Also, ist alles eine verrückt. Illusion. So funktionieren Kaleidoskope. Illusion? Ich übergebe mich gleich, in echt. Ganz ruhig. Lass dich das nicht verwirren. Was ist denn los? Weiß ich nicht. Sie fühlt sich, also sie ist benutzbar, aber es fühlt sich was an. Hast du irgendwelche Flüssigkeiten in die X-Taste reinkommen lassen? Das ist eine Anspielung und nein. Es kommen keine Flüssigkeiten in meinen Controller rein. Um Gottes Willen. Irgendwie habe ich das Gefühl, der ganze Bildschirm ist ein Glitch oder sowas. Wie mein Leben. Oh Gott, hätten sie mal andere Farben nehmen können, das sieht ein bisschen weh. Ja, das ist quasi so wie in den 80er Jahren in der Disco, ne? Ich war in den 80er Jahren nicht in der Disco, weil ich auch noch nicht geboren war. Ja, aber du hast bestimmt schon mal etwas im Fernsehen gesehen, wie sowas in den 80er Jahren ausgesehen hat. Ich meine, ich war auch nicht in der Zeit in der Disco, weil mein Jahrgang korrespondiert damit nicht so ganz, weil du musstest 18 sein und das war ich in den 80er Jahren noch nicht. Nicht? Nein. Wenn man 83 geboren ist, dann ist man im Jahre 1997. Ja, stimmt, du bist ja 9 Jahre vor mir geboren worden. Ja, ich glaube, das merkt man an der Artikulation von uns beiden, ne? Könnte sich vielleicht daran liegen, dass ich im Osten wohne und du nicht? Das hab ich jetzt nicht gesagt. Aber ich? So. Ich meine, das war ja auch schon mal sehr interessant bei mir mit einer Gamescom. Da hat der Türsteher auch gewusst, dass ich aus dem Osten komme. Ich frage mich, warum. Ich spreche normales Hochdeutsch. Ich habe keinen Akzent benutzt. Gut, das ist mittlerweile 10 Jahre her, aber... Habe ich auch nicht behauptet. Aber er... Ups. Ja, die sind auf der Gamescom alle so ein bisschen eigen. Die haben mich, als ich das letzte Mal da war, 2018, beim Einlass wollten die meinen Ausweis sehen. So, und ich hatte zu der Zeit längere Haare und einen längeren Bart als auf dem Ausweisfoto und der hat mir dann nicht geglaubt, dass ich das wäre. Oh, das ist traurig. Wie lange waren dann deine Haare denn da? Fast so Schulterlänge. Und das so lange, ja? Ja. Ich hätte es nicht erwartet, du hast immer so kurzhaarige Frisuren. Habe ich auch zwischendurch mal wieder. Also jetzt, in den Jahren jetzt sowieso, vermeide ich es sowieso zum Friseur zu gehen, weil 30 Euro für einen Haarschnitt, nee, danke. Ich muss es zahlen, ich sehe allem anderen scheiße aus. So, was ist jetzt hier genau der... Ich weiß gerade nicht, wie diese Brücke hier erschienen ist, was du da falsch gemacht hast. Das war so falsch, das war wieder richtig am Ende. Das weiß bloß keiner. Das ist ein... Warte mal, das da oben ist das Einzige, was rot leuchtet. Eventuell. Nein.
Ha. Na komm, also das ist doch so gerade, da kann man noch drauf stehen. Ja, es wundert mich auch eigentlich, dass man da nicht drauf stehen kann. Ja, die stehen halt nicht auf sowas, ne? Traurigerweise nicht. Wie bin ich denn? Wie bin ich jetzt da unten gelandet? Also unten landest du, wenn du in ein Loch springst. Ja, aber ich war doch da vorne, ist ja einfach. Ah, okay, man kann dazwischen fallen. Das ist aber echt die Frage. Was will man hier von uns? Ja, irgendjemand müsste jetzt mal das Buch rufen und was uns hilft aus dieser ausweglosen Situation. Ich habe nämlich selber gerade gar keinen Peil, was wir hier machen müssen. Ups. Nein, wir schaffen das ohne Buch. Also, was haben wir hier für Optionen? Wenn man auf ein Feld drauf geht, färbt es sich weiß. Okay. Nur dieses hier nicht. Auch der Rest nicht. Das heißt, wenn wir eine Verbindung zu diesen weißen Feldern herstellen, dann, nee, das funktioniert zum Beispiel dann nicht. Man muss da. Genau, warte. So, was passiert, wenn du jetzt noch rüber gehst? Da auf dem Punkt, da auf den, genau. Aha. Aha! Also wäre doch nicht so doof, wie wir es dachten. Bildungsfernsehen, meine Damen und Herren. Ihr könnt mich ruhig in Erklärbären nennen. Ja. Oh mein Gott. Oh Gott. Okay, ich glaube, ich muss mich hier hochstellen. Wir haben eine Verbindung hergestellt. Wir haben blau und schlau gelöst. Und zur Belohnung gibt es wieder ein Farb. Mich erinnert diese Umgebung, diese alten Federn, diese bunten Federn, die man früher mal hatte. Was ist noch real? Wer bin ich? Reiß dich zusammen, Cody. Wenn ihr jetzt weißt, was ich meine, die waren auch in den 80ern, 90ern so sehr beliebt. Kaleidoskope? Nee, das waren so eine Feder, die hast du immer so. Wo sind wir hier? Ich weiß nicht, wie die genau heißen. Ich weiß bloß, dass das noch Federn waren. Also, da muss ich mir. Weiß ich jetzt gerade nicht, was du meinst. Ja, ich kenne die bloß als Federn, das ist es halt. Oder, was heißt Federn? Das waren so eine bunten Federn, die hast du halt irgendwie für irgendwas benutzt und dann. Ey, warte mal kurz. Ich bin nur dabei. Warte, wo bist du jetzt? Da, warte. Ja, ich muss mal deine Kamera benutzen. Ey, das erinnert mich an diesen Turm in Metroid Prime, in den Versohnminen mit den Plattformen. Oh. Gestern hast du dann Prime Rando gespielt, also. So. Es gibt noch was weiter nach hier. Nee, das geht nicht. Geht nicht weiter. Dann auf der anderen Seite. Da. So. Ich habe gestern erst wieder Prime Rando gespielt, also von daher, ich weiß, welchen du meinst. Und ich skipp den immer ganz gerne. Ja, wenn man es im Randomizer kann, warum nicht? Ich kann es auch so schon mittlerweile. Schiebst du jetzt? Ja. Ich schiebe. Weil der Stick nach oben zeigt. Oh Gott. Da habe ich gar nicht hingeguckt. Du solltest einen Disclaimer hinsetzen, dass das vielleicht zu epileptischen Anfällen führen könnte. Bis zu einem bestimmten Punkt. Ja, wäre nicht gesund. Ja.
Aber hey, wir sind draußen. Oh, ich muss mich übergeben. Oh, du bist eine Puppe, Cody. Was soll da schon rauskommen? Das da. Oh, das ist Ton. Witzig, es riecht überhaupt nicht. Da! Da ist ja ihr Elefant. Und wie sollen wir da bitte hochkommen? Ach, das ist leicht. Wir müssen nur zu dem magischen Schloss, das nebenbei ich gebaut habe. Das magische Schloss ist von dir? Ja, ja, du bist nicht die Einzige in der Familie, die coole Sachen bauen kann. Ach, wirklich? Ja, wirklich. Und das Ding, das da drüben steht, das fährt uns direkt dahin. Sicher? Ja, ich bin sicher. Würdest du mir vertrauen? Ich versuch's. Danke. Er hat noch eingangs des Videos gesagt, er muss kotzen, ne? Und dann kotzt sein Charakter. Kann ich nicht nachvollziehen. Wir können nicht losfahren, solange diese... Wir müssen zuerst die Schranke öffnen. Ach, Schranke, Wanze. So was Blödes, ey. Ich will denn heutzutage eine Schranke öffnen? Ui. Oh, ich habe eine Batterie hier, mit der ich nichts anfangen kann. Ich sehe... lauter schöne Dinge. Ich habe mir mal so ein Make-A-Wish Amiibo geklaut. Das scheint zu funktionieren. Ich wette, es gibt noch mehr. Meinst du, den ich jetzt auch wegnehme? Oh, hier passiert was. Ja, wir brauchen noch ein Amiibo. Ja, ich komme schon. Amöbo. Amöbo? Oh, jetzt machen sie... Oh mein Gott. Klasse. Jetzt muss nur noch jemand das Tor. Das hier ist nicht sehr kinderfrei, meine Damen und Herren. Bitte achten Sie darauf. Wir brauchen noch ein Amöbo. 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 Da oben ist er. Ich hab ihn. Amöbius. Ich glaube, das ist von da. Komm ich von so hoch? Das war bestimmt nicht geplant, aber... Hey, was ist das? Was? Lasst mich raus, ihr blöden Puppen! Oh. Soll schon immer noch mal Trash-Puppe sein. Wie sind die so? Ich weiß gerade den Ausdruck für die nicht, deswegen versuche ich es auch gar nicht mal erst zu raten, aber... Dafür mache ich eine Barrel-Roll. Du wolltest vor 10 Jahren diesen Witz nicht bringen, ja? Und jetzt aber mal doch. Oh Gott. Ich habe keinen Witz gemacht. Ich habe nur gesagt, ich mache eine Barrel Roll. Nein. Es ging um was anderes. Du wolltest den Witz nicht damals machen. Damals. Schon ein paar Jahre her. 10 Jahre ist eine lange Zeit. Da kann sich viel ändern. Das ist wohl leider wahr. Immer schön. Das sieht mir aber nicht aus wie der Weg zum Schloss. Ich sagte doch, vertrau mir. War das etwa ein Dinosaurier? Ja, wir sind im Dino-Land. Das ist wunderschön. Ja. Eine Lohnfahrt durchs Dino-Land, ne? Sind wir vielleicht doch bei Bowser im Schloss? Ein schlafender Dinosaurier? Was wurde aus Pferd uns direkt zum Schloss? Ich hab den Dinosaurier da nicht hingelegt. Ist jetzt auch egal. Lass uns einfach versuchen, die Schienen wieder frei zu machen. Wie denn? Ja, wie wohl? Mit noch mehr Spielzeug. Vielleicht kann er uns helfen. Ja, oder uns fressen. Das ist ein Brachiosaurus, der ist ein Pflanzenfresser. Das ist ein Brachiosaurus? Ich hab von Dinosaurierbezeichnung gehabt. Keine Ahnung. Sind die Langhälse, sind doch Brachiosaurus. Ich weiß es nicht. Der gehört mir. Du nimmst den Roten auf der Platte. Ich glaube, mit dem Spielzeug spielen. Was soll ich jetzt hier machen? Den Roten auf der Plattform. Okay. Wie bist du da runtergefallen gerade? Irgendwie durch den Hals und Kopf unseres, nicht so gefiederten Freundes hier. Du sagst zu mir, ich cheate. Das hatte jetzt noch nichts mit Cheaten zu tun, oder? Ich wollte nur gesagt haben. Fress mal. Nee, da komme ich nicht ran. Ich glaube, wenn du den Hals auf die andere Seite streckst, oder geht er nicht so weit? Nee, ich kann nur hoch.
Hoch und runter. Ich hier bitte. Das muss von der anderen Seite. Du musst ja, sag ich ja, wenn du den Hals auf die andere Seite streckst. Nee, nee, das ist, du musst da nochmal drauf springen, glaube ich. Da. So, und dann kann ich das wegnehmen. Ah, Mann. So, jetzt kannst du da rüber. Ja, und dann kannst du sie jetzt fallen lassen, ne? Ja. Du hättest das auch getan, gib's einfach zu. So. Ich will's nicht ausschließen. Runter damit. Aber schön, dass wir es dabei so gut verstehen. Teamwork ist wichtig, ne? Ja, es braucht ja auch zwei, um das Spiel durchzuspielen. Richtig. Nicht nur Teamwork ist wichtig, sondern auch die Chemie muss ja stimmen, ne? Ja. Und das stimmt anscheinend. Ich dachte, also, wie war hier so aus, dass er fest, aber. Moment! Ich wollte gerade sagen, da ist doch noch neben dir was. Ich wollte gerade sagen, vielleicht muss ich das auch einfach festhalten. Jetzt kommt er runter. Halt, Alter, zurück. Ja, der. Naja. Das Ding halte ich jetzt fest, jetzt musst du nochmal drauf drücken. Jetzt musst du mich wieder hochheben. Genau. Das funktioniert besser als bei der Familie Feuerstein. Jetzt hab ich Bock, den Film wieder zu gucken. Also mit. Mit John Goodman? Mit John Goodman. Ach, und Rick Moranis hat er ja auch mitgespielt. Ups, aber. Ja. Und. Aber wie heißt die eigentlich? Ich hab das schon mal vergessen. Hat er nicht auch Halle Berry mitgespielt? Ja, da hat Halle Berry mitgespielt. Tatsächlich. Danke. Nee, ich hab das gesehen, dass ich auch da runter muss. Da hat tatsächlich auch Halle Berry damals mitgespielt. Das geht gar nicht. Ja, danke fürs Loslassen. Jetzt ist die Plattform einfach auch. Aber nee, Moment, ich hänge noch an der Wand dran. Ja, und jetzt hast du mich getötet. Entschuldige. Lass die Plattform einfach mal da. So. Wie? Wie sind die anderen, die da mitgespielt hat? Ich überlege gerade, scheiße, wie ist sie, die, wie hießen die Wilma und die Geröllheimer da gespielt hat? Betty, ja, komme ich gerade jetzt nicht mehr drauf, scheiße. Rose O'Donnell, kann das sein? Rose O'Donnell, Rosie genau. O'Donnell, ja. Ich schaff's gerade nicht, hier gerade zwischen diesen Spikes hier nach unten zu fallen. Nee, die hast du Mega Man durchgespielt. Bei Mega Man fällst du ja immer in der neutralen Position gerade nach unten. Da ist ja kein Momentum drin. Hättest du nicht eine Standardattacke gemacht, dann fällst du ja genau. Ja, gerade. Stimmt eigentlich. Kreistaste was. Oh, eine sehr gute Idee hat der Mann mal. Ich glaube, da sollst du dich festhalten. Ja, ich rutsche nur runter. Ja, dann soll ich aber schnell machen. Idee. Ja, das war einmal zu viel. Ja, und jetzt. Ich glaube, der Flintstones-Film, der war vor einer Weile noch auf Netflix. Ich weiß nicht, ob der da jetzt immer noch ist. Das weiß ich tatsächlich nicht. Also ich habe den vor einem Jahr oder so da geguckt mal, das weiß ich noch. Tut mir leid, Mr. Dino, bitte nicht persönlich nehmen. Oh, Alter! Wie wär's mal mit einem Kaugummi? Gut gemeinter Rat. Okay, ab rein da. Setz mal dich genug auf einen Fernsehen. Cody, warum riech ich Rauch? Rauch? Ich rieche nichts. Deine Nase war schon immer. Es gab auch übrigens eine Fortsetzung zu dem Film. Viva Rock Vegas, das weiß ich noch. Wo dann aber nur No-Name-Schauspieler dabei waren. Ja, aber der spielt ja auch noch vor den Ereignissen des Originals. Das weiß ich gar nicht. Ich hab auch was davon gehört, der spielt wohl wieder vor.
meine, gucken wollte ich den eh nicht, weil ich den Original sehr liebe. Gerade. Ja, den habe ich damals sogar im Kino gesehen. Ich habe den sogar als Kind gesehen. Heutzutage finde ich ihn noch lustiger. Ist ja irre. Cool. Ich komme mir vor wie ein Hamster. Ja, aber sieh's mal von der Seite. All die Sachen, die ich für Rosie gekauft habe, spielen uns jetzt in die Karten.